Mit heißen Samba-Rhythmen, liebe Zuschauer, begrüßen wir Sie jetzt zum Doppel im Davis Cup. Erstrundenmatch zwischen Brasilien und Deutschland. Spielstand für all diejenigen, die sich später unserer Übertragung angeschlossen haben. 1-1 nach den beiden Einzeln. Becker gewann gestern in einem Wahnsinnsmatch gegen Luis Matar in 5 Sätzen. Und Jaime Onsens, Brasiliens Nummer 1, besiegte gerade eben in dem gestern abgebrochenen Spiel Charlie Steeb in 4 Sätzen. Die beiden, besser gesagt die 4, befinden sich in der sogenannten Warm-up-Phase. Und das gibt uns Gelegenheit, ganz kurz meinen Kollegen Mario Pisano zu rufen, der unten steht am Spielfeldrand mit Professor Keul. Mario. Ich begrüße Professor Keul hier bei mir. Gestern, da hat es ja hier den wahren Krimi gegeben. Boris Becker fast 5 Stunden in der Hitze gespielt. Das kostet Energie, die muss irgendwo wiedergefunden werden. Er war nicht sicher, ob er heute Doppel spielen würde. Er steht auf dem Platz. Was haben Sie, beziehungsweise was haben Sie beide denn die Nacht über gemacht? Nun, nach einem solchen Match ist es natürlich sehr schwierig, am nächsten Tag wieder seine alte Verfassung zu finden. Man sieht das ja auch an den Brasilianern selbst. Magda ist heute nicht dabei. Er hat aufgrund dieser Strapaz von gestern sich entschieden, morgen nur das Eins zu spielen. Nun, man muss sorgen, dass der Organismus wieder seine Kraft findet. Dazu gehört auf der einen Seite die physikalische Maßnahmen. Boris hatte ja gestern eine sehr hohe Körpertemperatur, immerhin von ungefähr 40 Grad. Darüber hinaus war der Blutdruck sehr erhöht, sehr hohe Herzfrequenz. Der gesamte Organismus war also nicht nur durch das Spiel, sondern durch die enorme Temperatur hier sehr stark belastet. Und in der Folgezeit musste der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen werden, der Elektrolyt, das heißt Mineralstoffhaushalt ebenfalls. Und es mussten auch Energieträger zugeführt werden, die sehr schnell eine Wiederherstellung ermöglichen. Boris hat sehr gut geschlafen, sich sehr gut ausgeruht und wir können davon ausgehen, dass er fast wieder ganz fit ist. Aber das, was er gestern hier geleistet hat, ist natürlich auch heute, auch bei einem solchen Weltklasse-Athleten, noch spürbar. Sie sagten gerade 40 Grad Fieber. Also wenn ich 40 Grad Fieber habe, da lege ich mich ins Bett und da bleibe ich dann auch erstmal. Wie kann er denn heute da wieder stehen? Nun, man muss da etwas unterscheiden. Man spricht hier von einem sogenannten Arbeitsfieber. Und dieses Fieber wird ausgelöst dadurch, dass es außen so warm ist und wir die Hitze nicht loswerden, die vermehrt gebildet wird durch die körperliche Anstrengung. Und dieses Fieber haben wir eigentlich alle. Wenn wir laufen oder wenn wir zu Hause Sport betreiben, erhöht sich etwas die Körpertemperatur. Und wenn der Wert von 41 Grad überschritten wird, wird es für den Menschen kritisch. Da muss man aufpassen, dann kann es zu Zusammenbrüchen kommen oder sogar in extremen Fällen zum Tode. Und in solchen Fällen muss man sehr Acht geben, dass der Organismus abgekühlt wird, dass genügend Flüssigkeit zugeführt wird, um zu schwitzen. So gestern war der Flüssigkeitskonsum, der Verbrauch an Flüssigkeit ungefähr 1 bis 2 Liter pro Stunde. Das heißt, diese Menge ist auch vom Organismus ausgeschwitzt worden. Und insofern kann man sich vorstellen, in welcher Weise der Körper hier belastet wird. Ich erinnere mich an den Matchball Boris Becker. Er kam anschließend zu Ihnen, nahm Sie in den Arm. Das heißt, es hat also, glaube ich, auch vorher eine ganz gute Vorbereitung stattgefunden auf diese Temperaturen, auf diese Verhältnisse hier. Ja, Boris war sicherlich auch deswegen sehr zufrieden, weil wir einige Probleme hatten in der Pause. Die war ja sehr kurz und dann die Körpertemperatur runterzukühlen, den Flüssigkeitsbedarf wieder aufzufüllen. Es ist ja sehr schwierig für einen Athleten in der Anspannung des Wettkampfes 1 bis 2 Liter zu trinken. Man hält das ja nicht für so ohne weiteres für selbstverständlich. Und insofern ist uns das gelungen. Er hatte darüber hinaus noch Kopfschmerzen, die behandlungsbedürftig waren. Und nach dem Spiel waren die Kopfschmerzen weg. Er konnte sich besser konzentrieren. Ich glaube, es war ein Ausdruck der Freude, dass dieses Zusammenspiel zwischen Masseur, ihm und mir so gut geklappt hat und er zum Schluss auch noch so glänzend spielen konnte. Na, da hoffen wir natürlich, dass es heute genauso gut klappt. Ja, ich habe die Hoffnung, dass wir heute auch ein gutes, schönes Spiel sehen. Ich bin fast der Auffassung, dass es nicht so lange wird wie gestern. Hoffen wir es. Vielen Dank. Das war's von hier unten und jetzt ab zu den Kommentatoren. Tja, bleibt zu hoffen, dass Professor Keul nicht ganz so viel Arbeit haben wird während und vor allen Dingen nicht nach dem Match und dass die deutsche Mannschaft, dass Boris Becker und Erik Jehlen hier dieses Davis Cup Doppel für sich entscheiden können. Für Erik Jehlen ist es im Übrigen der 16. Davis Cup Einsatz. Die meisten Einsätze hat er natürlich im Doppel zu verzeichnen. Die letzten 4 Male allein wurde er nur im Doppel aufgeboten. Und mit Boris Becker zusammen hat er erst 2 Begegnungen verloren, 1989 in der Tschechoslowakei und im vergangenen Jahr gegen Italien zu Hause in Dortmund, jeweils in 5 Sätzen. Gegen die Italiener waren es Camporese, Narciso. Wollen wir hoffen, dass die gute Bilanz des Doppels Becker-Jehlen
weiter Bestand haben wird. Es ist ja ganz interessant festzustellen, Röse, Motta, überhaupt die Brasilianer spielen ja sehr häufig Doppel bei den ATP-Turnieren oder bei den Grand-Slam-Turnieren, während Boris Becker das kaum noch tut. Er will sich ganz auf das Einzel konzentrieren. Stellt sich die Frage, Günter Bosch, wie sieht es mit der Harmonie im Doppel aus? Denn die spielt ja eine ganz entscheidende Rolle. Wenn wir uns die Doppel angucken, die in der Welt momentan herrschend sind, die spielen ja im Einzel kaum gut, aber die sind ein ganz starkes Doppelteam. Ja, es ist ganz klar, dass Boris sich für das Einzel konzentriert bei allen Turnieren und dass er praktisch nur im Davis Cup Doppel spielt. Manchmal auch in der Halle als Einschlagen für das nächste Einzel, als eine Trainingsmaßnahme, aber da hat er sich keine besonderen Ziele gestellt. Bei und er spielt mit unterschiedlichen Partnern, das muss man auch dazu sagen. Also er kann kaum Harmonie tanken, mal mit Eric Jähn. Ja, also diese Harmonie entsteht nur innerhalb des Spiels. Ich glaube kaum, dass sie in der Vorbereitungsphase für den Davis Cup hier ein Doppel gespielt haben. Das war nicht der Fall. Also die ganze Harmonie kommt zustande während des Matches. Bei den Brasilianern ist es ganz anders. Besonders Motta ist schon etwas älter. Der konzentriert sich mehr auf das Doppel, denn da kann er noch ein paar Dollar verdienen und so seinen Lebensstandard halten. Röse ist ein Spieler, der wenig international spielt, meistens nur hier in Brasilien. Da gibt es enorm viele Challenger-Turniere, Satellites und so. Ist er auch ein Spieler der älteren Generation und normalerweise sagt man ja, dass je älter man wird, umso cleverer wird man im Doppelspiel, weil man doch mehr Erfahrung hat, mehr Ruhe hat. Aber hier sind die Unterschiede doch sehr gewaltig, wenn man nur von den Aufschlägen ausgeht, so schlagen unsere viel, viel besser auf als die Brasilianer und bei den Returns sieht es fast genauso aus. Stichwort Aufschlag, Boris Becker beginnt dieses Doppel. Reaktion von Eric Jähn. Da sehen Sie den Trompeter im Bild, der hier für Stimmung sorgt. Da sind sie, die deutschen Rassler, die Antwort auf die deutsche Antwort auf die brasilianischen Samba-Trommeln. Aber sie sind ganz klar in der Unterzahl.
Mal sehr gut reagiert von Fernando Röse, dem 26-Jährigen. Und nach zwei Spielbällen Boris Becker nun einsteigt. Der erste Aufschlag von Boris Becker. Ja, das erste Aufschlagspiel ist immer das Schwierigste. Man ist noch nicht warm, nicht locker genug. Und Boris hat bestimmt so einige Bremsen in den Gelenken und in den Muskeln. Und so ist die Flüssigkeit dieser Aufschlagbewegung doch ein bisschen behindert. Es war im Einzel gestern ähnlich. Auch da startete er sehr langsam. Die Aufschlagquote war sehr gering. Blieb so bei 45%, bis er den ersten Matchball gegen sich hatte. Auch die Zahl der Doppelfehler enorm gestern bei Becker. Deren 9 bis, wie gesagt, zu diesem ersten Matchball von Luis Martin. Aber hier ein sehr guter zweiter Aufschlag mit sehr viel Seitenschnitt. Röse kann nicht an diesen Ball herankommen. Kurzer Blick der beiden Deutschen in Richtung Aufschlaglinie. Dann die Bestätigung der Ball im Aus. Zweiter Volleyfehler von Erik Jähn. Kann man unter die Reihe relativ leicht einordnen, Günter Bosch? Ja, ein bisschen nervös am Anfang. Er musste ja all das miterleben am Rande des Spielfeldes, was hier in diesen zwei Tagen passiert ist. Dass diese Nervosität überträgt sich natürlicherweise, wenn man da am Rande auch mitspielt. Und so ist diese Anfangsphase auch für ihn etwas schwieriger. Ja, er fieberte auch während des Einsatzes von Karl-Uwe Steben mit, kam häufig einmal hoch zu uns, schaute, fragte, wie steht's denn? Aber der tut gut. Immer wieder im Bild die deutschen Fans, die am Mittwoch mit der Lufthansa aus Frankfurt hier ankamen. Unter ihnen auch die Eltern von Boris Becker und seine Schwester. Ein langes erstes Aufschlagspiel für Boris Becker, aber er bringt seinen Service durch und das deutsche Doppel geht zunächst einmal hier in Rio de Janeiro in Führung. Unser neuer Trainer scheint dir ja zu gefallen. Na, hoffentlich ist er auch knoblauchfest. Ich meine, dein Atem. Genießen Sie deshalb nach dem Essen Double Mint. Mit doppelter Minze, doppelt frisch. Für natürlich frischen Atem. Double Mint für natürlich frischen Atem. Ich heiße Fritz Müller, bin Richter. Mein Urteil über Müller Milchreis. Seine fruchtige Leichtigkeit erwirkt mildernde Umstände beim kleinen Hunger. Alles Müller oder was? Ich heiße nicht Müller, aber auch ich bin für mildernde Umstände.
Milchreis. Alles Müller, oder was? Alles Müller, oder was? Nein. 1-0, Führung im ersten Satz. Boris Becker hat seinen Aufschlag kurz zuvor durchbringen können. Wir sind ja erst hier am frühen Nachmittag, es ist 20 vor 2. Aber zum Glück ist es nicht so warm, nicht so heiß wie in den letzten Tagen. Da war dieses Stadion der reinste Glutofen. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil für das deutsche Team heute, allen voran für Boris Becker und natürlich auch für Erik Jehlen, der so große Hitze nicht besonders schätzt, der zum Beispiel auch die Australian Open schon seit einigen Jahren nicht mehr gespielt hat, weil es ihm dort einfach zu heiß ist, zu warm ist. Er sagt, meine Haut verträgt das überhaupt nicht. Da verzichte ich lieber. So, was gibt es jetzt? Tom Barnes, der Oberschiedsrichter, auf dem Weg zu Jeremy Shales. Wir können leider nicht hören, weil wir kein Mikrofon am Schiedsrichterstuhl haben. Aber vielleicht wird uns der Brite Shales, der auf dem Stuhl sitzt, gleich sagen. Es schien nichts Besonderes gewesen zu sein, das Spiel konnte beginnen. Guter Return von Erik Jehlen. Was sie nicht sehen konnten, erster Aufschlag fehl. Der Netz, zweiter Aufschlag, Fernando Röse. Die ersten drei Möglichkeiten zum Break, zum 2-0 nach diesem Netzroller, kann man ihn fast nicht nennen, aber mit Hilfe der Netzkante 0-40. Jehl macht die Punkte zu 0. Gewinnt das deutsche Doppel. 2-0 Führung. Das wird sicherlich dem deutschen Team Selbstvertrauen und die nötige Sicherheit geben. Die Ruhe in erster Linie und bei so einem guten Return, wie Boris ihn zuvor gespielt hat, ist ganz normal, dass Jehlen dazwischen springt und den Punkt macht. Fernando Röse ist überhaupt noch nicht im Spiel, trifft so gut wie gar keinen Ball. Hatte schon Probleme bei seinem Aufschlag, den er zu 0 abgeben musste. Der alte Fuchs, Casio Motta, da zeigt sich die große Doppelerfahrung des Brasilianers, der ja 1990 zusammen mit Boris Becker in Key Biscayne im Finale stand.
haben wir die Schwester von Boris Becker, kurz im Bild, und die Eltern. Vater Becker mit großem Hut gegen die Sonne, die allerdings heute, Gottlob, noch ausgeblieben ist. Führung für das deutsche Davis Cup Doppel im ersten Satz. Von Gillette Sensor, der Rasierer, der die Feinheiten ihres Gesichtes erkennen kann. Für das Beste im Mann. Sensorklingen auf sensiblen Federn tasten ihre Haut permanent ab und passen sich individuell an. Gründlicher, sicherer, sanfter und bequemer Gillette Sensor. Mit dem anspruchsvollen Gillette Gel für den Mann die beste Rasur von Gillette. Gillette für das Beste im Mann. Es war wie ein Geschenk des Sommers. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Wie unbeschwert sie war. Und sie hatte diese Vorliebe für Raffaello, den weißen Genuss ohne Schokolade. Eine raffinierte Art, Süßes zu genießen, ohne Schokolade. Das reizte mich. Ich musste sie wiedersehen. Raffaello, weiß und unbeschwert, als ob der Sommer nie zu Ende geht. Es kann weitergehen. 0-3, der Rückstand der Brasilianer, bei denen gleich Casio Motta, der erfahrene Doppelspieler, Aufschlag haben wird. Ein bisschen nervig, über der Anlage kreist seit einigen Minuten ein Hubschrauber. Schon sehr störend für alle hier, insbesondere natürlich für die Akteure da unten auf dem Platz. Sehr gut gesehen von Boris Becker, dass Fernando Röse sich in Richtung Platzmitte bewegt, hier noch einmal in der Wiederholung. Er retourniert sowohl mit der Rückhand wie auch mit der Vorhand, hier noch mal zu sehen. Perfekt, ohne Fehler bis jetzt. Ein bisschen Übergewicht hat er ganz sicher, so 5-7 Kilo. Der Casio Motta, spielen tut er mit einem Schlägermodell, das es seit gut knapp 10 Jahren gar nicht mehr auf dem Markt zu kaufen gibt. Aber er bringt sein Aufschlagspiel durch. Verkürzt auf 1-3. Dennoch die Deutschen, Erik Jehlen und Boris Becker, der gleich aufschlagen haben wird, weiter ein Break vor. Thank you.
Ja, die schönste Aktion der Brasilianer bis jetzt. Ein schönes Zusammenspiel, ein sehr schöner Return von Mota in die Füße von Boris. Und dann springt Röse dazwischen und gewinnt diesen Punkt mit einem Rückhandvolley. Die erste so richtig erfolgreiche Aktion des Brasilianers Röse. Dem vielleicht bisher schwächsten im Quartett hier. Konnte man ganz gut sehen, da gingen beide zum Ball. Und Röse überließ Casio Motta diesen, das sehen wir hier noch einmal. Er ist der Chef hier im Doppel der beiden. Versucht, Fernando Röse mitzuziehen. Der Schwächste im Quartett deshalb vielleicht, weil auch natürlich derjenige ist, der über die wenigste Erfahrung verfügt. Für ihn hier in der Hauptrunde im Davis Cup die Premiere gegen das deutsche Team. Der Ball war gut von Boris Becker. Ein bisschen zittern bei diesem Volley. Hier sehen wir das Ganze noch einmal in der Wiederholung. Er war wohl noch an der Linie. Keine Reklamation seitens der Brasilianer und damit Spielball für das deutsche Doppel. Typisch Boris. Pro Match muss er so einen Gurkenschlag machen. Ja, vielleicht war er da auch ein wenig irritiert, weil Fernando Röse genau in seinem Schlag Winkel stand. Da wollte er ihn vielleicht auch nicht treffen. Das irritierte vielleicht ein wenig. Gestern, können Sie sich noch erinnern an den Gurkenschlag von gestern? Den Aufschlag da über die Tribüne. Das macht er in jedem Match einmal. Nicht absichtlich, aber das passiert und deswegen akzeptiert er auch solche Flüchtigkeitsfehler. Ganz interessant, die Aufstellung der Brasilianer. Beide stehen hinten. Ja, beide sehr defensiv. Beide sind Grundlinienspieler und beide erhoffen sich von der Grundlinie aus mehr Chancen, die beiden zu passieren, als jetzt in einem Flugball-Duell sich zu engagieren. Denn da sind beide viel zu glubrig, viel zu steif, ungeschickt, unbeweglich und so versuchen sie nur mit Gewalt, vielleicht von der Grundlinie aus, den Punkt zu gewinnen. Sigi Pilic beklagt sich über die Zuschauer insoweit, dass sie zu viel Lärm machen zwischen den Aufschlägen. Auch der Oberschiedsrichter Tom Barnes sagte, das sei gestern ein bisschen viel gewesen. Man wolle heute etwas härter da durchgreifen und um mehr Disziplin bitten. Ja, den muss man sich angucken. Den Abdruck, den lässt er sich zeigen. Und der Ball war gut, ganz klar. Wiederholung des Punktes. Aber bislang, das sollten wir auch sagen, sehr faire Linienrichter hier. Es sind ja brasilianische, ganz klar, das werden nicht extra aus einem neutralen Land Linienrichter für eine solch eine Begegnung eingeflogen. Fantastisch gespielt!
Der Casio Motta. Da sage einer, trotz seines Übergewichts, er sei nicht schnell genug mehr für die Begegnung. Für sein Gewicht ist er wirklich sehr, sehr schnell und zeigt auch hier viel Geschicklichkeit, indem er diesen Ball noch mit der Rückhand so übers Netz schlänzt. Und Boris eigentlich überrascht, der Ball ist sehr flach unterm Netz und von dort aus zu spielen, besonders für Boris, ist sehr, sehr schwierig. Einstand. Auf der Linie. Nee, den der Ball, kann, den würde ich mir gerne angucken. Nee, also ich würde sagen, der ist aus. Entschuldigung, aber ich habe ihn eben ausgesehen. Wir sitzen hier direkt unten dran. Ja. Ganz, ganz knapp. Und der Ball er gibt ihn aus. Und Ihre Gehen sagt nein. Der ist gut, bitte. Jeremy Shales, schau dir diesen Ball noch einmal an. Das ist sehr schwierig zu sehen. Sie sehen selbst schon, dass wir hier nicht einer Meinung sind. Aber das Gute an diesem Belag ist, dass man diesen Abdruck ganz genau sehen kann. Und Shales gibt den auch hinaus. Während die Zeitlupe hier noch läuft, sagt der Brite, ein sehr erfahrener Stuhlschiedsrichter, der Ball ist aus. Sehr knapp. Aber die Entscheidung steht und damit Vorteil, Breakchance für die Brasilianer. Und die hatten sie schon im ersten Aufschlagspiel von Boris Becker. Für eine Chance für Casio Motta. Haben sich sehr gut bewegt, das sehen wir hier noch einmal in der Wiederholung. Gute Raumaufteilung hier im Doppel. Und da ist die Seite, die Rückhandseite von Becker offen, frei. Aber es war das erste richtige Flugballduell. Alle vier Spieler am Netz. Ein bisschen Glück gehabt. Aber Boris bleibt cool. Wieder mit viel Mühe, wieder muss er eine Breakchance oder müssen beide eine Breakchance abwehren. Aber dennoch, Becker bringt sein Aufschlagspiel durch. 4-1 Führung des deutschen Davis Cup Doppels im ersten Satz. HiFi und Videogeräte ab Seite 898 im neuen Bauerkatalog. Bauerversand, einer für alles. Wie heißen nur diese saftigen Backofen-Snacks? Die aus drei kleinen Strolchen drei große machen. Backofen-Snacks aus der feinen Geflügelküche von Wiesenhof. Zartes Fleisch vom deutschen Hähnchen aus dem Ofen auf den Tisch. Wie gut, wie fein. Nur Wiesenhof kann's sein. Frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Rio 92, das hätte auch Matar 92 werden können gestern. Da hatte er die Riesenchance, die wohl einmalige Chance in seiner Karriere, Boris Becker zu besiegen und dann in einem so wichtigen Spiel. 2-0 hätten die Brasilianer dann geführt. Das wäre bitter gewesen für das deutsche Team, hier diesem Spiel noch eine Wende zu geben.
Und jetzt gibt es eine Durchsage, die wir nicht verstehen können, aber ich habe gesehen, dass Tom Barnes sich mit Paolo Cleto, den wir hier im Bild haben, unterhalten hat kurz zuvor in der Pause. Und er wird den gebeten haben, die Zuschauer ein wenig einzuwirken. Denn, ich sagte es gestern schon während unserer Übertragung, es kann passieren, wenn die Zuschauer zu unruhig sind, dass die Brasilianer, das Team dafür verwarnt werden kann, bestraft werden kann mit einem Punktabzug. Und man will dem ein wenig vorgreifen, denn das deutsche Team war gestern alles andere als erbaut über die ein wenig lasche Einstellung vielleicht von Jeremy Shales, der das Spiel von Boris Becker ein wenig zu sehr laufen ließ. Warten wir es ab, wie es jetzt läuft. Auf jeden Fall eines steht fest, wenn ich hier diese nette junge Dame sehe, die Sonne kommt ein wenig heraus. Man muss präpariert sein für ein derartiges Match und dazu gehört auch als Zuschauer das Mitbringen von Sonnenmilch. Weiter geht's im Match, Aufschlag Fernando Röse. Gutes Auge von Eregilen. Dieser Lob über die Rückhandseite von Cassio Motta. Keine Chance für den 31-Jährigen. Erik bis jetzt sehr gierig am Netz, sehr entschlossen. Gutes Verständnis sehr schnell, hier, ja. Das Kreuzen der beiden. Ja. Boris hat fast total Erik das Netz überlassen und hat sich praktisch alleine da duelliert. Ja, der Abschuss, aber Cassio Motta und Boris Becker sind ganz dicke Freunde und sie sahen die entschuldigende Geste von Cassio Motta sofort noch. Boris nimmt sie sofort an, nichts passiert. Sehr freundschaftlich hier dieses Match. Ganz stark gespielt von Erik Jehlen, der bislang hier vielleicht der überzeugendste Spieler auf dem Platz ist, der seine Aufschlagspiele relativ gut durchbringt. Und am Netz stark spielt, aber auch hier von hinten heraus diesen Punkt herausarbeitet. Erste richtige Fehler von Boris beim Returnieren. Es wird natürlich immer wärmer und die Kraft gibt so ein bisschen nach bei dieser Hitze. Zwei Breakchancen abgewehrt und Cassio Motta mit diesem Klugball zum ersten Spielball der Brasilianer. Fernando Röse gewinnt zum ersten Mal sein Aufschlagspiel. Die beiden Deutschen
können ihre zwei Breakchancen nicht umsetzen. Zu einem Spiel gewinnen. 4-2 Führung für Erik Gielen und Boris Becker, die ein Break vorliegen. Fernando Röse hatte sein Aufschlagspiel, sein erstes, gleich zu 0 abgeben müssen in der Anfangsphase dieser Begegnung. Aufschlag Erik Gielen, 4-2 für das deutsche Team. Natürlich auch schwierig für die beiden Deutschen, die bei dieser Hitze natürlich nicht so gewohnt sind zu spielen. Der Schlägergriff verrutscht ab und zu mal. Das ist ein echtes Problem, den Griff trocken zu halten und deswegen auch ständig dieses Abtrocknen mit dem Handtuch. Ja, das ist Mottas Paradeschlag. Er spielt ihn sehr verdeckt, kaum zu erkennen. Er hat eine sehr extreme Griffhaltung, hier nochmal zu sehen. Wickelt den Ball sehr geschickt ein und kann so den Erik leicht überlaufen. Spezial Nummer 3. Auch hier wieder im Ansatz sehr schwer zu sehen. Ein bisschen zu hitzig wollte hier Erik diesen Schmetterball verwandeln. Ist gut abgesprungen von beiden Beinen. Hoch. Aber nicht sauber genug getroffen und deswegen landet er im Netz. Zwei schwierige Bälle abzuwehren jetzt von Erik. Da ist das Break für die Brasilianer und damit ist der erste Satz wieder offen. 4-3 Führung, zwei Aufschlagverluste, einen auf Seiten der Deutschen, eben gerade von Erik Gielen und zuvor der von Fernando Röse. 4-3 Führung für das deutsche Doppel. Wir sind gleich wieder zurück. Stellen Sie sich einmal vor, Ihre Bank würde Ihnen aufs Wort gehorchen. Und zum Beispiel Rokoko. Oder wie wär's mit Napoleon? Ihr persönliches Kennwort genügt. Bonsai. Und schon stehen Ihnen bei der Citibank Rollmops alle Möglichkeiten offen. Tag Citibank, Irene Groß. Was kann ich für Sie tun? Eine Überweisung. Neue Schecks, bitte. Den Kontostand, bitte. Und den Dauerauftrag ab sofort. Ja, genau. Cityphone Banking ist eine neue Idee der Citibank. Anruf genügt. Citibank, so leicht geht das. Autsch! Heiß! Autsch! Kalt! Autsch! Häufig die Ursache: schmerzempfindliche Zähne. Nehmen Sie dagegen täglich Sensodyne, auch mit Fluor. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Sensodyne für schmerzempfindliche Zähne. Es wird heißer mit zunehmendem Maße hier in Rio de Janeiro. Und ich spreche dabei nicht unbedingt nur vom Spielstand. 4-3 Führung für das deutsche Team. Den Brasilianern ist soeben das so wichtige Break gelungen, um wieder heranzukommen. Aber auch die Außentemperaturen nehmen zu. Die Sonne lugt ab und zu mal heraus. Umso wichtiger jetzt für das deutsche Doppel sofort zu einem Rebreak zu gelangen, um zumindest diesen ersten Satz erstmal nach Hause zu bringen. Ja, ein bisschen Sorgen macht mir eigentlich der Erik, weil
der ja auch ohne Mütze spielt. Und wenn die Sonne jetzt wirklich so richtig durchkommt, dann wird er doch sehr leiden müssen, ob er dieses Leiden erträgt. Und in gute Schläge umsetzen wird, das ist die Frage. Die Fans machen mobil, sie waren zu Beginn sehr ruhig, kein Wunder, 1-4 Rückstand und da schien alles auf einen glatten Satzgewinn der Deutschen hinzudeuten. Röse traf so gut wie gar nichts. Jelen alles. Auf Becker schlug sehr gut auf. Aber nun sieht es ganz anders aus und da stürzt Erik über den Linienrichter. Stuhl ist kaputt, muss ausgewechselt werden. Und Erik ist Gott sei Dank nicht verletzt, vielleicht ein bisschen am rechten Knie. Aber er kann weiterspielen und entschuldigt sich sogar beim Linienrichter. Ja, der Platz schien für viele zunächst ein wenig zu eng zu sein, aber Christopher Stokes, der Generalsekretär der ITF, des Internationalen Tennisverbandes, hat den Platz nochmal extra selbst vermessen. Er ist sogar breiter als die Norm erlaubt und auch länger. Länger zum Beispiel der Auslauf als beim Davis Cup Finale in Frankreich gegen die USA in Lyon. Aber nun ist dieses Doppel, ist dieser erste Satz wieder völlig offen. 4-4. Zu vorsichtig die Aufschläge von Boris. Er kann sich nicht ausreichend abstoßen, mit den Beinen hoch springen und dadurch findet er nicht den richtigen Treffpunkt, schiebt mehr den zweiten Aufschlag ins Aufschlagfeld und kann dadurch keine Gefahr in diesen zweiten Aufschlag bringen. Deswegen gelingen auch den Brasilianern die Returns. Der war schon etwas besser. Ja, und dieser Aufschlag noch besser. Und sofort springt Erik dazwischen. Den Wolle voll auf den Körper von Röse. Ja, ein Blick von Boris Becker, aber der Ball knapp, aber deutlich im Aus.
schöner Aufschlag von Boris. Ja, 5-4 Führung für das deutsche Doppel, das schon mit 4-1 vorn lag. Ein Break. Aber die Brasilianer haben sich langsam in dieses Spiel hineingefummelt. Und nun bleibt abzuwarten, wie es weitergehen wird. Wichtig wäre natürlich jetzt ein Break zum 6-4, ganz klar. Man will natürlich versuchen, hier möglichst schnell dieses Doppel aus deutscher Sicht beenden, um Boris Becker eine möglichst lange Pause zu verschaffen. Denn er muss morgen, Ortszeit 11 Uhr, zum Einzel antreten gegen Jaime Onsens. Aber das wird doch, oder kann doch noch eine ganz lange Angelegenheit werden. Ja, die Brasilianer spielen ja mit sehr viel Herz, mit sehr viel Enthusiasmus und das kann eigentlich ihre Spielstärke sehr erhöhen. Und so kommt das eigentlich auch zu diesem sehr ausgeglichenen Spielstand. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieser Röse, der ja als einziger sein Aufschlagspiel verloren hat, gleich am Anfang des Spiels, ob er jetzt bei diesem sehr wichtigen Spielstand 4-5 hinten, ob er sein Aufschlagspiel gewinnen wird. Beide Brasilianer versuchen ja mehr auf die Rückhand von Erik zu servieren und da hat Erik so seine Probleme. Stoppball, der mehr ein halber Lob war von Mota. Natürlich konnte Erik da einfach vorbeispielen. Zu unbeweglich, Boris da, der stand zu gerade bei diesem Return, kam nicht unter den Ball, hier deutlich zu sehen, so dass dieses Aufschlagspiel von Röse 40-15 mit zwei Spielbällen zum 5-5 Er nutzt den ersten. Die Brasilianer bleiben dran, gleichen aus. 5 beide im ersten Satz. Noch einmal für all diejenigen, die den Anfang unserer Übertragung nicht haben sehen können. 1-1 steht es auch in der Begegnung zwischen Brasilien und Deutschland. Charlie Steeb hat sein Einzel verloren, welches gestern ja wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste. In 4 Sätzen gegen den Brasilianer, gegen die Nummer 1 der Brasilianer, Jaime Onsens. Der 4. Satz wurde im Tiebreak entschieden, zu Ungunsten von Charlie Steeb.
sehr spektakulär. Alle vier Spieler. Aber sehr kräfteraubend für die deutschen Spieler, dieser lange Ballwechsel. Es ist natürlich schwer, den Fernando Röse da zu überloppen. 1,90 groß. Wieder kommt der Schlag, wieder der Punkt. Ja, die Deutschen müssen sich einfach darauf einstellen. Ja, genau. Die wissen ja, dass Cassio Motta eigentlich nur diesen immer wieder anbringt. Die stehen vielleicht einen Tick zu weit vorn, zu sehr am Netz, sollten vielleicht sich einen Schritt rückwärts bewegen, schon gar wenn sie auf Cassio Motta spielen. Genau. Das wäre eigentlich das Rezept. Darf eigentlich nicht passieren, einem so erfahrenen Spieler wie Erik, dass er da schon zum dritten Mal überloppt wird. Ja, da waren sie sich nicht einig. Becker wollte hin, zog dann zurück und irritierte damit Erik Gehlen. Und nun wird's eng. 0:40. Noch einmal hier in der Wiederholung. Verdient die Brasilianer. Klasse Reaktion von Fernando Röse da am Netz zuvor. Da sahen wir es noch einmal ganz kurz. Dann hilft die Netzkante ein wenig mit. Aber die hat Boris Becker gestern ganz schön in Anspruch genommen. 6:5 für Brasilien. Die Brasilianer ein Break vor. Erik Gehlen verliert zum zweiten Mal sein Aufschlagspiel. Nach 4:1 Führung. Nun also die Möglichkeit gleich für Cassio Motta mit eigenem Aufschlag den Satzgewinn zu sichern. Und schauen Sie sich diese und hören Sie sich vor allen Dingen diese Stimmung hier an. Eine unglaubliche Atmosphäre, südländische Begeisterung hier in Rio de Janeiro, wo ja im März der Karneval erst beginnt. Aber hier haben wir in den letzten beiden Tagen so eine kleine Vorstimmung auf den bevorstehenden Karneval erhalten. Jetzt wird schwer, zumal Cassio Motta, der bessere, der erfahrenere der beiden, Aufschlag haben wird. Ja, eigentlich unverständlich, diese Aufschlagschwäche von Erik. Vor allen Dingen bei den zweiten Aufschlägen, hier sehen wir 30% im Doppel, das gibt's gar nicht. Bei Erik und Boris sollten wir dazu sagen, es ist eine Mischung aus den Aufschlägen. Ja. Wir können nicht jeden Einzelnen herausfiltern, aber dennoch eine erschreckend schwache Bilanz für beide, die ja im Doppel sonst gewöhnlich hervorragend servieren. Ja, dieser Motta, der spielt für sein Leben hier, für seine Zukunft hier, obwohl er schon sehr viel im Tennis erreicht hat, will er nochmal für Brasilien so einen wichtigen Punkt. Wie das Doppel eigentlich ist.